Auf der legendären Dangerous Tour ab 1992 kamen 3,5 Millionen Menschen zu seinen Konzerten. Michael Jackson trat auf mit Songs wie Thriller, Beat It und Heal the World. Und auf dem Weg um die Welt machte er Halt in Hamburg. Es sollte sein letztes Konzert in der Hansestadt werden, doch heute Abend waren seine Musik und sein Tanz zurück in Hamburg auf der Bühne. MJ, das Michael Jackson Musical, erzählt, wie die Dangerous Tour entstand. In der Realität nahm sie ein unfreiwilliges Ende, als Missbrauchsvorwürfe gegen Michael Jackson aufkamen. Andreas Hilmer. Michael Jackson ganz nah, so soll er seine berühmten Posen und Tanzschritte erfunden haben. Momente der Inspiration. Der Rest Musikgeschichte. Das Hamburger Musical zelebriert bewusst einen kurzen Ausschnitt des Künstlerlebens. 25 Hits mit spannenden Rückblenden. Die Darsteller in Hamburg spielen 1:1 das Erfolgsstück vom Broadway nach. Für echte Fans eine Freude, für die Künstler eine Herausforderung. Ich glaube, Michael hat alles verändert. Also die Music Industry ist eine vor Michael und nach Michael. Wir proben eigentlich 8 Stunden. Ich habe eigentlich 12 Stunden am Tag geprobt, selbst. Weil es geht nicht anders. Auch das Musical handelt von ewigen Proben für die legendäre Dangerous-Tournee 1992. Texte auf Deutsch, Songs auf Englisch. Künstlerisch ist MJ immer am Limit mit Problemen. Der King of Pop nimmt zu viele Tabletten. Sogar aufkommende Vorwürfe um seinen Umgang mit Kindern werden angedeutet. Mehr Kritisches aber auch nicht. Für Musical-Experten typisch, wenn aus Starbiografien Shows werden. Deren Lebensgeschichte als öffentlicher Musiker wird erzählt. Das heißt, da fließen dann biografische Daten ein, aber ansonsten wird das, was dieser Mensch privat erlebt hat, nicht wirklich thematisiert. Das neue Musical brilliert mit Hits und Tänzen eines schillernden Stars, der als Mensch am Ende auch umstritten war. Jeder, our cast, wir, Crew, hat seine eigenen Gedanken natürlich zu Michael Jackson und wir gehen auch sehr bewusst damit um und ganz offen und entscheiden am Ende, dass wir die Künstlerpersönlichkeit so faszinierend finden, dass es vollkommen okay ist, dieses Stück so zu zeigen. Im neuen, das Publikum begeisternden Musical sagt der Ausnahmekünstler, meine Musik gibt Antwort auf alle Fragen.